Die North Atlantic Treaty Organization ist die Institution, die Europa und die USA verbindet. Sicherheit und Freiheit ist ihr Ziel. Seit mehr als 60 Jahren. Gerade scheint die Zeit wieder zurückgedreht. Es knirscht an der Ostgrenze. Sogar von einem neuen Kalten Krieg ist die Rede. Zahlreiche Staaten des früheren Ostblocks, zum Beispiel Tschechien und Polen, aber auch die baltischen Staaten sind mittlerweile Teil des Bündnisses. Es ist auf 28 Staaten angewachsen. Und das ist Putins Russland ein Dorn im Auge. Die Folge? Vermehrt russische Manöver und Truppen in den Grenzregionen. Das wiederum provoziert die NATO. Vor allem in Polen, Lettland, Litauen und Estland steigt die Sorge, erneut von den Russen einverleibt zu werden. Denn die Übernahme der Krim durch die Russen 2014 weckt bei vielen alte Ängste. Deshalb will die NATO den neuen Partnern Sicherheit geben. Im Juni zum Beispiel demonstrierten 24 Staaten beim großen Anaconda-Manöver in Polen ihre Einsatzbereitschaft. Und im Baltikum und in Polen sollen 4 NATO-Bataillone von maximal je 1000 Mann stationiert werden. Auch deutsche Soldaten sind dafür vorgesehen. Denn wenn es hart auf hart kommt, greift bei der NATO Artikel 5. Der bewaffnete Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. So schaukeln sich beide Seiten gegenseitig hoch. Doch ist das die Lösung? Kritiker sagen, der Austausch mit Russland komme zu kurz. Die Gespräche im NATO-Russland-Rat liegen immer wieder auf Eis und Außenminister Steinmeier warnte vor einem Säbelrasseln. Für die NATO bleibt es also, wie schon in ihren Anfangsjahren, eine schwierige Gratwanderung zwischen Abschreckung und Dialog.